It's Girls Day. Einen Tag lang steht alles im Zeichen der Mädels. Weltweit. Mädchen lernen Berufe kennen, die nicht unbedingt als frauentypisch gelten. Auch hier bei Sandoz in Kundl, Österreichs führendem Pharmaunternehmen. Schließlich geht es um die Jobchance ihres Lebens. In der Sandoz gibt es den Girls Day jetzt zum 5. Mal. Und ich finde das eine sehr, sehr wertvolle Initiative. Einfach um den Mädels eine Möglichkeit zu geben, in die Berufe einen Einblick zu bekommen. Und auf Basis von dem Wissen dann besser entscheiden zu können, welchen Weg, dass man überhaupt dann in Zukunft gehen möchte. Die Erkundungstour führt quer durch die Werkstatt bis hin zum Chemielabor. Die 20 Schülerinnen aus 11 verschiedenen Schulen erkunden naturwissenschaftliche und technische Berufsfelder. Das ist immer was anderes, weil du so nirgendwo erleben kannst. Ja, weil Sandoz, das habe ich schon oft bei den Medikamenten gesehen und ich wollte wissen, wie das da ausschaut und so. Mir hat jetzt total gut gefallen, dass wir da die Salben gemacht haben. Ja, und uns gefällt es recht gut heute. In einem Geschäft stehen, das ist halt sehr eintönig und ja, wenn man es halt selber macht, dann ist halt vielleicht ein bisschen Abwechslung dabei. Mir gefällt der Beruf selber ganz gut und ich finde das mit dem Chemiehaus auch interessant und ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich da anfange. Lehrlinge auszubilden hat bei Sandoz Tradition. Sandoz ist Tirols größter Ausbildungsbetrieb mit einer Frauenquote bei den Lehrlingen von 50%. Das ist österreichische Spitze. Mich interessiert einfach Kfz und Metall, weil mir macht es einfach Spaß, da halt Sachen herzustellen sozusagen. Für mich ist eigentlich kein Unterschied, dass ein Mädchen oder ein Bube ist, weil warum sollten das nur Jungs machen können? Die Frauen können es ja eigentlich gleich gut. Der Girls Day bei Sandoz. Einige werden mit Sicherheit wiederkommen. Mädchen in der Sandoz sind nicht immer gefragt. Was die Mädchen einfach auszeichnen, sie sind in ihrem Alter reifer. Die nächste Chance, in den Job der Zukunft einzutauchen, gibt's kommendes Jahr beim Girls Day 2016.